Sie gelten als die härtesten der Harten, Einzelkämpfer der Bundeswehr. Ihre Aufgabe im Ernstfall? Hinter den feindlichen Linien kämpfen, auf sich allein gestellt. Elitesoldaten, die im Zweifel in die Hölle müssen. Es tut mal weh, es tut oft weh. Doch schon der Weg dorthin ist höllisch. Das ist ganz normal. Sie schinden sich wochenlang, immer am Rand des Zusammenbruchs. Wir sind jetzt im Auto. Der Krieg am Hindukusch hat aus der Friedenstruppe plötzlich eine Kampfarmee gemacht. Mit allen Folgen eines richtigen Kriegseinsatzes. Und dort kämpfen sie nicht nur gegen sich selbst, sondern gegen einen zu allem entschlossenen Feind. Manche von ihnen werden nicht zurückkehren. Während der Ausbildung müssen sie ihre Grenzen erkunden und manchmal weit darüber hinausgehen. Komm, Kopf hoch! Im Schatten der Allgäuer Alpen liegt die Kaderschmiede der Einzelkämpfer, die Luftlande- und Lufttransportschule Altenstadt. Die Ausbildung wurde in den letzten Jahren immer mehr den realen Einsatzbedingungen angepasst. Wer hier antritt, hat meist schon Kampferfahrung. Viele gehören bereits zu Spezialeinheiten der Bundeswehr. So, guten Morgen, Hörsaal 19. So, ganz kurz zu meiner Person. Ich bin der Herr Stabsfeldwebel Stefan Kudela. Ich werde für die nächsten 4 Wochen Ihr Hörsaalleiter sein, für die meisten zumindest mal. Es wird immer vorkommen, dass der eine oder andere sich verletzt und dementsprechend abgelöst wird. Sind die Taschen dementsprechend leer? Kugelschreiber, Bleistifte, spitze Gegenstände, alles raus? Wenn ja, danach jetzt sofort zum Startmarsch. Auf geht's. Aus der Bewegung, Laufschritt. Und auf geht's, Laufschritt. Am Anfang steht der Eignungstest. In 2 Minuten 15 Sekunden müssen die Soldaten zahlreiche Hindernisse überwinden. Wer das nicht schafft, hat keine Chance, den Einzelkämpferlehrgang zu bestehen. Viele der Männer haben für diesen Test eigens trainiert. Sie sind fit und selbstbewusst. Zweiter Teil des Eingangstests in Altenstadt. Ein Geländelauf. In voller Montur und mit Gepäck. Nächster Abschnitt, 3000 Meter Geländelauf. Dazu Anzug herstellen, Rucksack, 10 Kilo, ohne Feldmütze, ohne Koppel. Fragen, Ausführungen. 30 Sekunden. Auf die Plätze, fertig. Los! Für 3000 Meter haben die Soldaten 19 Minuten Zeit. Zum Vergleich, der Weltrekord im 3000 Meter Hindernislauf liegt bei knapp 8 Minuten. In Turnhose und Sportschuhen. Körperliche Fitness ist absolute Voraussetzung, um die Ausbildung zu bestehen. An diesem Punkt werde ich auf den Lehrgang auf jeden Fall kommen, dass der innere Schweinehund sagt, jetzt ist Schluss, wir hören auf. Aber dass ich dann halt selber gegen ankämpfen muss und sagen muss, nein, wir machen weiter und es wird durchgezogen. Ja. Michael Mengemann und seine Kameraden werden in den kommenden 4 Wochen nicht nur an ihr körperliches Limit gebracht. Damit sie später den psychischen Belastungen im Einsatz standhalten, werden sie in der Ausbildung auch emotional extrem unter Druck gesetzt. Für den Wirtschaftswissenschaftler und Vater einer kleinen Tochter kein Problem. Mein Wille ist so stark, hoffe ich. Es kann natürlich immer sein, dass irgendwas schief geht, dass ich mich vielleicht doch etwas selbst überschätze und doch nicht so fit bin, wie ich mir das gedacht habe. Aber dann ist es halt so. Die erste Hürde ist geschafft. Doch es geht gleich weiter und die Männer wissen nicht, ob sie die Norm erfüllt haben. Es wurden uns auch noch keine Zeiten gesagt. Aber man hat so ein Gefühl. Muss, ne? Ja. Wir haben 6 Minuten, um zur Inspektion zu kommen. So, mach Marsch gereit, ja? Aufstellen. Es sind 7 Mann, die den Eingangstest nicht bestanden haben. Sie bekommen am Freitag noch eine Chance. Wenn Sie die nicht nutzen, können Sie den Lehrgang nicht mehr bestehen. Das heißt, kein Zeugnis und kein Abzeichen sowieso nicht. Alles klar? Dementsprechend Gas geben. Schwarz-Rot-Gold am Hindukusch. Seit der Wiedervereinigung übernehmen deutsche Soldaten immer mehr Aufgaben in internationalen Konflikten.
Ein Stabilisierungseinsatz sollte es sein. Doch es wurde Krieg. Ich wollte schon immer mal zur Bundeswehr gehen und habe mich auch für den Beruf entschieden. Und, aber hauptsächlich eigentlich, um Menschen zu helfen, weil das kann man am besten bei der Bundeswehr machen. Wer wem hilft in Afghanistan, warum und wie, ist auch für die deutschen Fallschirmjäger unübersichtlich. Wer Freund ist und wer Feind, zeigt sich oft erst, wenn die Kugeln fliegen. Es bleibt wie gehabt. Solange niemand auf uns schießt, schießen wir nicht auf die. Ja? Also erst mal klar, dann erkennen wir ein feindliches Verhalten. Du hast eine Panzerfaust mit? Kilo? Gut, okay, dann können wir los. Diese Soldaten aus Niedersachsen patrouillieren gemeinsam mit Afghanen und Belgiern in einem Land, das seit Jahrhunderten im Krieg ist. Ihr Kriegshandwerk gelernt haben viele im Allgäu. Der zweite Tag im Einzelkämpferlehrgang beginnt um 16:45. Die angehenden Elitesoldaten müssen einen Orientierungsmarsch absolvieren. In der Dunkelheit wird der Rucksack gepackt. Noch 2 Minuten! Was im Gepäck sein muss, ist vorgeschrieben. Gut. Das Marschgepäck, Rucksack, Weste und Gewehr, wiegen rund 30 Kilo. Wechsel Socken und Wechsel Unterwäsche. Karte und Kompass, wie eh und je. Gut. Ich erwarte ein gutes Ergebnis. Es ist ja eine Prüfungsnote, die gegeben wird, die dann in die Endnote des Lehrgangs eingeht. Also sollte man das heute schon gut machen, wenn man dafür da ist. Ja. Kompass? Gut. Ich bin bis jetzt noch gut dabei. Haut noch hin. Anzug komplett, Jacke und Hose. Die Gruppe ist schon am zweiten Tag nicht mehr komplett. 9 Mann fehlen. Alles fit. Ich bin mal ein bisschen verärgert, dass sich schon 4 meiner Kameraden gestern abgemeldet haben. Isomatte. Sobald alles gepackt ist, werden die Soldaten mit dem Bus in unbekanntem Gelände ausgesetzt. Von dort müssen sie, jeder auf sich gestellt, zur Kaserne zurückfinden. Doch nicht alle fahren mit. 2 der Männer, gestern noch hochmotiviert, treten heute die Heimreise an. Einmal den Krankenmeldeschein ausfüllen. Dann haben wir damals den 8.6. Entweder am Bein irgendwas oder Knieprobleme. Knie. Ich hatte vorher schon mal ein paar Probleme mit dem Knie gehabt. Hab eigentlich gehofft, dass es besser geworden ist. Und jetzt kam gestern wieder durch. Ist halt so. Bei mir Leistungsprobleme. Persönliche Leistung reicht nicht aus für den Lehrer. Alles klar. Nur die Harten kommen weiter. Es macht Sinn, wenn man merkt, es funktioniert nicht, sei es von der Einstellung her oder vom Körper, dass man erst gar nicht anreist. Weil es werden Lehrgangsplätze für andere geblockt, die gerne würden, aber nicht dürfen, weil eben Unmotivierte hier sind. Also wenn die von vornherein zu Hause bleiben würden, dann wäre das wesentlich besser. Die verbliebenen Kursteilnehmer müssen am zweiten Tag der Ausbildung Pfadfinderqualitäten beweisen. Allerdings gegen die Uhr. Läufer Nummer 2, Felsen Mengemann. Ja. Absatzpunkt, die Richtung, die ich zeige, ist Hitwurzel 100. Oberleutnant? Ja. Fällt das für Sie? Ja. Auf meine Uhr ist es 8:48. Wird jetzt eingetragen hier in die Ablaufzeit. 8:48. Die Soldaten haben 10 Stunden Zeit. Jeder bekommt eine eigene Route, auf der er 6 Punkte finden muss. Einzige Hilfsmittel? Eine kurz vor Abfahrt gezeichnete Skizze, ein Kartenausschnitt und der Kompass. Ich muss vor an dem Punkt und dann gehe ich mit Marschkompasszahl, irgendwas mit 50, gehe ich dann vorne nach rechts weg. Ich muss einfach nochmal runter und dann links im Wald rein, immer geradeaus. Ja. Also ich gebe jetzt Gas, ne? Alles klar, ich auch. Wir sehen uns, ja? Ciao. Ja.
Was aussieht wie eine nette Bergwanderung, wird mit 30 Kilo Marschgepäck schnell zur schweißtreibenden Quälerei. Zumal unter Zeitdruck. Pause und Picknick sind nicht vorgesehen. Jetzt ist einfach, man weiß, wo es lang geht und dann gibt's nur feuerfrei. Jetzt gibt's nur noch Vollgas und völlig egal. Nützt nichts. Neben Schnelligkeit ist vor allem gute Orientierung im Gelände gefragt. Tiller verläuft sich gleich am Anfang und muss wieder zurück. Der Umweg kostet Kraft und eine Menge Zeit. Erst nach einer knappen Stunde findet der gelernte Lichtreklamebauer seinen ersten Punkt. Gefunden. Ich war mal 2 Kilometer in den falschen Abzweig gegangen, aber naja. Man hat ein bisschen zurücklaufen, ne? Schnell kann der lockere Ausflug zur Nervensache werden. Oberleutnant Langfeld hat ein anderes Problem. Die erste Orientierungsmarke ist weg. An dem Baum, an dem laut Plan ein Fixpunkt sein müsste, fehlt das Schild. Guter Rat ist jetzt teuer. Gemäß Befehl sollten wir dann so einen Meldeblock-Zettel hinlegen, dass wir da waren und der Punkt nicht da war. Und nach längerer Suche habe ich dann auch gesehen, dass da schon 3 andere da waren. Das heißt, es ist relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Punkt tatsächlich weg war. Was gut ist, in der Zeit, wo ich jetzt nämlich reinkomme, wäre es die Note 1, hätte ich den Punkt verbimmelt, wäre es die Note 4. Ja, das wäre dann blöd gelaufen. Ne? Zur Kontrolle, ob keiner schummelt, fahren die Ausbilder im Wald Patrouille. Der Besenwagen ist durchaus notwendig. Denn obwohl den Soldaten der Umgang mit Karte und Kompass bereits in der Grundausbildung beigebracht wird, muss Hauptfeldwebel Sachse jedes Mal feststellen, dass viele Kameraden damit überfordert sind. Es ist immer dasselbe, es ist egal, ob man 40, 60 Lehrgangsteilnehmer hat oder nur 5. Es geht immer über die volle Zeit, weil immer jemand fehlt. Immer. Hauptfeldwebel Sachse hat in seiner eigenen Ausbildung die ganz harte Schule gewählt. Ein Einzelkämpferlehrgang bei der Fremdenlegion im Dschungel von Französisch-Guyana. Er kämpft vor allem gegen sich selbst. Das Ziel dieses Lehrgangs ist es, den eigenen Willen zum Durchhalten zu schulen und diesen zu trainieren. Es tut mal weh, es tut oft weh, aber das ist ganz normal. Kamerad Tiller hat für diesen Lehrgang 3 Monate lang trainiert und 10 Kilo abgenommen. Die körperliche Fitness kommt dem 26-Jährigen jetzt zugute. Nach 3,5 Stunden ist der letzte Punkt schon in Sicht. Langsam wird es anstrengend. Jetzt habe ich aber den letzten Punkt gefunden. Jetzt brauche ich nur noch zurücklaufen in die Kaserne. Und dann bin ich auch froh drüber. Langsam ist echt, wird's hart. Füße tun weh. Rücken tut ein bisschen weh. Aber jetzt geht's weiter. Laufschritt. Den letzten Meter. Ja, ich muss mal gucken, wo es lang geht. Hier hoch. Geradeaus. Dritte rechts. Ja. Jetzt macht er noch einmal Tempo. Bis zur Kaserne sind es noch ca. 4 Kilometer. Die schwierigste Strecke war eigentlich vom letzten Punkt hierher, weil man weiß, man muss keinen Punkt mehr finden und muss einfach nur noch Strecke zurücklegen. Und das war ganz schön demotivierend und ganz schön anstrengend auch, ja. Ja, das war das Schlimmste bisher. Ausbilder Sebastian Sachse muss unterdessen dem Durchhaltewillen einiger Kameraden auf die Sprünge helfen. Nahe der Kaserne trifft er einen Lehrgangsteilnehmer aus Holland. Dem fehlt es offenbar an der richtigen Einstellung. Wie ist die Lage? Bitte? Wie sieht's aus? Haben Sie alle Punkte gefunden? Nein, ich habe eine nicht. Welchen? Die letzte. Für mich hier. Ich schaff doch nicht, die Zeit ist. Läufernummer? Laufnummer 9. Der Holländer hat einen Punkt ausgelassen, findet das aber nicht so schlimm und will zurück zur Kaserne. Wo vermuten Sie Ihren Punkt im Gelände? 2,5 Kilometer, diese Hektar. 1500. Dann ist etwas nicht korrekt. Wo ist Ihr Punkt auf der Karte? Hier. Korrekt. Erreichen.
Oberfeldwebel Sachse schickt ihn zurück. Für den Holländer heißt das eine Extrarunde von 3 Kilometern. Das muss ja hier nicht das Ziel sein. Nach einem Minimalprinzip zu arbeiten oder sich mit einer Nichterfüllung eines Auftrags zufrieden zu geben, das kann hier am Einzelkämpferlehrgang keine Lösung sein. Unterdessen erreicht Oberleutnant Langfeld die Kaserne. Er hat nur 4,5 Stunden gebraucht. Bleibt die Frage, ob der fehlende Orientierungspunkt akzeptiert wird. Die Skizzen und den Kartenausschnitt. Wenn die Skizze noch nicht beschriftet ist mit Ihrem Namen, das dann noch nachholen. Dann jetzt links von Ihnen an der Flipchart stehen die weiteren Maßnahmen. Munition wird abgegeben über den Moonguard, ja, und dann nachbereitet. Wenn Fragen sind, wir sind vor Ort. In Ordnung. Seine Sorgen erweisen sich als unbegründet. Die Rückmeldung kommt sofort. Punkt ist gültig. Verstanden. Für den Oberleutnant heißt das Munition abgeben, Waffe reinigen, duschen. Erstmal Feierabend. Für seine Kameraden hingegen wird es langsam eng. Wer schneller arbeitet, hat länger Pause. Auch der Holländer hat mittlerweile auf den rechten Pfad zurückgefunden. Haben Sie einen Punkt gefunden? Jo. Sehr gut. Dann war es doch gar nicht so schwierig, oder? Aufgeben war noch nie eine Möglichkeit. Es dauert ganze 12 Stunden, bis auch die letzten angehenden Einzelkämpfer die Kaserne in Altenstadt erreicht haben. Ob ihre Leistung ausgereicht hat, ist noch offen. Erst die Auswertung der Laufzettel bringt Klarheit darüber, wer die Prüfung bestanden hat und wer den Lehrgang frühzeitig verlassen muss. Also mit etwa 2 Stunden Verzug, weil Einzelne zu spät waren, sind nun wieder alle hier. Wohlauf bis auf einen Realverletzten, den wir holen mussten. Der hat ein geschwollenes Knie, der ist gestürzt. Wir haben noch einen weiteren, der zum Arzt gehen wollte heute Nachmittag. Wie das aber sich weiterentwickelt, werden wir erst morgen früh sehen. Eine der besonderen Anforderungen an Elitekämpfer sind Operationen tief im Feindesland. Die Befähigung dazu sollen sie hier erlangen. Die Truppe bekommt den ersten Gefechtsauftrag. Das Szenario? Die Soldaten haben einen Angriff überlebt. Jetzt jagt der Feind die versprengte Truppe. So, Hörsaaldienst. Eintreten. Stärke 21, richtig? Richtig. So, guten Morgen, Hörsaal 19. Nur wer schneller ist als der Gegner und keine Spuren hinterlässt, hat eine Chance zu überleben. Das bedeutet für Sie, Sie müssen sich jetzt so schnell wie möglich lösen vom Feind und einen Raum aufsuchen, in dem Sie sicher sind. Deshalb jetzt Eilmarsch. Erstmal 2 Kilometer bergauf, mit Gepäck und Waffe. Ein Wald in Kasernennähe ist das inszenierte Krisengebiet der Einzelkämpfer. Der letzte Mann zählt, aufgehen! Es gibt bestimmte Aufgaben oder bestimmte Dinge, die wir machen müssen, die haben keinen, nicht wirklich einen tieferen Sinn. Das ist einfach nur, um den Menschen unter Druck zu setzen und zu belasten. Und in dem Moment mache ich einfach, man sagt immer, den Kopf aus. Komm schon! Komm! Nach der geglückten Flucht übernimmt Oberleutnant Langfeld das Kommando. Er soll Führungsqualität beweisen. Fragen? Ausführung. Komm, Bewegung! Der fiktive Feind aber schläft nicht. Das beste Versteck ist ein nahegelegener Wald. Die Männer müssen mit dem auskommen, was sie dabei haben oder im Unterholz finden. Sie brauchen Nahrung, Wasser und vor allem Schutz. Ein paar Planen müssen als Zelt reichen. Die Unterkunft soll ihnen im Wesentlichen als Tarnung dienen. Zum Schlafen kommen sie ohnehin kaum.
Machst du die nur fest und dann kannst du die mal ziehen. Ja, ich muss aufpassen, hier ist sehr wenig, also spannend. Ja, okay. Von jetzt an werden sie nur noch im Schutz der Dämmerung oder bei Nacht marschieren. Tagsüber leben sie im Versteck, möglichst ohne Spuren zu hinterlassen. Und jetzt kommen wir ab. Hier drunter wäre eine Feuerstelle und das ist ein Rauchverteiler. Der den Rauch, dass der nicht so gerade nach oben geht, dass man nicht genau sehen kann, wo der Rauch herkommt, sondern dass er sich hier in die Breite verteilt. Und der ist halt so schwenkbar, dass man das Feuer halt dementsprechend entweder hier machen kann oder hier machen kann. Das ist der Hintergrund. Die Feuerstelle muss gut getarnt sein, aber auch ein wenig wärmen. Die Feuerstelle kann viel Wärme Richtung Zelt reflektieren, aber Achtung, was haben wir eben gesagt? Das Ausweichen ist jetzt. Ich brauche Abmarschwege, Wege zum Ausweichen, eine zügige Möglichkeit, meine Alarmstellung zu beziehen. Das ist hier nicht gegeben. Jede Variante hat Vorteile und Nachteile. Und ich sage bestimmt nicht, das ist falsch und das ist richtig oder das ist falsch und das ist richtig. Was richtig ist und was falsch, entscheidet immer wer? Und wer? Die Situation. Der Feind. Der Feind bestimmt auch, wann die Kameraden Essen fassen. Das EPA, die Feldverpflegung der Bundeswehr, ist allerdings kalt kaum zu genießen. Deshalb sollen Mengemann und Kameraden Feuer machen und einen halben Liter Wasser zum Kochen bringen. Allerdings jeder für sich. Wer das in 20 Minuten nicht schafft, bleibt hungrig. Also hier habe ich mein Material jetzt. Dann habe ich mir hier die Stelle schon ein bisschen frei gemacht. Und ich denke, ich werde Panzertape und Schuhcreme nutzen dafür, um es erstmal anzukriegen als Brandbeschleuniger. Und dann werde ich es dementsprechend mit dem Reisig und dann halt immer stärkere Äste. So, bis ich eine gute Flamme habe. Und dann werde ich den versuchen, direkt in die Flamme reinzustellen. Also recht auf das Holz draufzustellen, weil es halt schön heiß ist. Zum Anzünden ist alles erlaubt. Für Oberleutnant Langfeld eine vermeintlich einfache Übung. Der 28-Jährige sammelt erstmal Fichtenreisig. Das genügt in der Regel auch. Ja. Gerade bei der Nässe, wenn man dann größere Holzstücke hat, dann bietet es sich an, wenn man viel Reisig hat, dass die Aufgabe dann schon allein mit dem Reisigbesen zu bewerkstelligen ist. Okay, ich denke, hier ist es soweit mal abgegrast. Ja, das sieht eigentlich auch schon ganz gut aus. Die Vorfreude auf ein warmes Essen beflügelt seine Stimmung. Ich habe jetzt 20 Minuten Zeit, das Wasser zum Kochen zu bringen. Die Zeit läuft. Sobald das Feuer brennt, ist die Zeit kein Problem. Nur brennen muss es schon. Kamerad Tiller hat ganz unromantisch ein Taschentuch zum Anzünden benutzt. Und sofort brennt es lichterloh. Oh, jetzt läuft's. Denke ich doch. Ja. Auch Michael Mengemann darf sich nach kurzer Zeit auf ein warmes Essen freuen. Nur bei Oberleutnant Langfeld will es nicht so recht. Das will nicht so, wie ich will. Der mühsam gesammelte Reisig will partout nicht brennen. Das Holz ist nass. Dann probiert es der Wirtschaftswissenschaftler mit Watte. Doch die glimmt nur. Brennen geht anders. Normalerweise brennt das direkt wie Zunder. Aber hier ist mit nix. Während die Kameraden bereits das Wasser wärmen, wird der Oberleutnant langsam ungeduldig. Das nasse Reisig dampft gewaltig, aber die Suppe noch lange nicht. Und die Zeit rennt. Das rast hier gleich aus. Hälfte der Zeit ist um. Und der Oberleutnant kriegt langsam schlechte Laune. Während die anderen ihre Suppe schlürfen, werden die Nudeln mit Fleischeinlage aufgewärmt. Dann genießen die Kameraden ihre Hauptspeise. Beim Kollegen Langfeld brennen unterdessen höchstens die Nerven durch. Hey. Entschuldigung.
Ja, ich stelle ein. Endlich. Die anderen benutzen ihr heißes Wasser längst zum Geschirrspülen. Da hat Oberleutnant Langfeld eine wahrhaft zündende Idee. Ich habe da jetzt Schuhcreme drauf gemacht. Wenn es etwas brennt, unterstützt das durch seine ölige Konsistenz. Hätte ich vielleicht mal ein bisschen früher drauf kommen können. Aber es ist zu spät. Heute bleibt die Küche kalt und der Oberleutnant hungrig. Ja, das ist dumm gelaufen. Das hätte eigentlich besser funktionieren sollen. Aber funktioniert eben nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. Die Motivation ist trotzdem unverändert hoch. Was die Soldaten im Allgäu lernen, müssen sie im fernen Afghanistan anwenden. Leben unter widrigen Umständen, oft monatelang, gehört zum Alltag des Soldaten. Allerdings, im echten Krieg sucht man sich das Bestmögliche und nicht das denkbar härteste Quartier. Die Soldaten aus dem niedersächsischen Seedorf haben sich in der Polizeistation im afghanischen Chardara eingenistet. Reihum, schieben sie Küchendienst. Aber nächstes Mal gerne mit Bratwurst. Mit Bratwurst zu dem Hühnchen? Schmeckt ja fast wie chinesisch, ja. Ist cool, ne? Da ist ein bisschen was von dieser süßen Soße drin. Ich sag ja, lass die Leute mal kochen. Hat er gut gemacht. Ja, sollten wir auf jeden Fall öfters mal machen. Wer schon satt ist, kann sich mit wochenalten Tageszeitungen ablenken. Der Schlafraum der deutschen Fallschirmjäger im Auslandseinsatz wirkt im Gegensatz zu den Unterständen der Einzelkämpfer-Aspiranten nahezu gemütlich. Wer gerade nicht an der unsichtbaren Front gegen Taliban kämpft, kann hier Granatwerfer und Gewehre kurzzeitig vergessen und sich den lustvolleren Seiten des Lebens widmen. Ja, wie gesagt, das ist nicht das erste Mal, dass wir auf so engem Raum zusammenleben. Und man gewöhnt sich dran. Es hat die Zeit irgendwann. Man arrangiert sich, man kommt dann raus. Das geht schon. Und scheint auch der Einsatz in Afghanistan den meisten Soldaten aussichtslos, so können sie dennoch die Welt erobern. Zumindest im Spiel. Wie spielen Sie denn? Risiko. Es geht um Weltherrschaft. Ja. damit trainieren wir hier in Afghanistan. Ja. Wo ist denn Afghanistan auf der Karte? Du! Ja. 5000 Kilometer entfernt liegt ein anderes Krisengebiet, der Sauwald. Wir kommen jetzt zur Ausbildung Verwundetentransport. Die brauchen diese Ausbildung. Einer muss getragen werden. Wie, das entscheidet im Einsatz die Schwere der Verletzung. Und hier im Allgäu der Ausbilder. Ein Mann her, ohne Handschuhe. Habe ich Handschuhe drin, rutschen die mit reingreifen, so wie ich stehe. So, unsere Fäuste sind jetzt drin. Es ist nicht gerade bequem, aber das stellt sicher, dass der Verwundete unterwegs nicht rausfällt. Hierher. Und er setzt sich jetzt ganz normal rein, weit nach hinten setzen und hält sich an unseren Schultern fest. Fertig. Hopp. Er muss sich richtig hinten reinsetzen und so wird der Verwundete über mittlere Distanzen getragen. Mit Sicherheit eine Möglichkeit. Wenn der Verletzte sich aus eigener Kraft nicht mehr festhalten kann, muss eine Trage her. Aber im Unterschied zu Sanitätern, die immer mit einer klappbaren Trage ausgestattet sind, müssen Einzelkämpfer sich im Wald selbst zu helfen wissen. Okay. Mit dem Rest wird unten einfach noch mal um die Füße geschlagen. Die Trage bauen geht schnell. Nun muss sie nur noch geschleppt werden. Wer die Last auf sich nimmt, entscheidet Ausbilder Sebastian Sachse. Psychostress ist Teil des Kriegsspiels. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Mann ist der Verwundete und ihr zwei tragt ihn. Fertig werden. Ein Soldat mit Ausrüstung, Bewaffnung und Munition wiegt gut und gerne 120 Kilo. Sind dann gleich mehrere verletzt, wird das für die Gesunden zur Nagelprobe. Der Linke müsste über die ABC-Tasche, das ist dann gut. Nee, da musst du rüber. Du musst ein bisschen weiter nach hinten. Ja, warte mal. Okay. Dann nimm mal nach. Ja, geht das? Wenn die Beine nachgeben, wird durchgewechselt. Der Begriff Kameradschaft bekommt hier eine wahrhaft existenzielle Bedeutung.
Pass auf, wir müssen Tempo machen, ne? Ja. Zu allem Übel lauert da draußen immer der Feind. Ob imaginär im Kriegsspiel oder ganz real als Ausbilder vor Ort. Natürlich fängt das an, nach 100 Metern, nach 200 Metern weh zu tun. Nicht nur ihm, sondern das ging uns allen genauso. Das tut weh, ja. Aber das ist so. Und hier kommt es auf eine Strafeführung des Gruppenführers an. Wir können uns keinerlei Gejammere oder Pausen leisten. Der Gruppenführer muss hart führen und da kommt nicht vorne links, hinten rechts, ich kann nicht mehr, sondern der Gruppenführer befiehlt klipp und klar nach 500 Doppelschritt der nächste Wechsel. Am dritten Tag ihrer Ausbildung hat die versprengte Truppe immer noch den unsichtbaren Feind an den Fersen. Sie müssen sich durch feindliches Gebiet zurück zur eigenen Truppe schlagen. Marschziel, Kaserne Altenstadt. Auf dem Kartenausschnitt, den wir haben, der Bereich mit Lager Altenstadt verbrannt. Lager Altenstadt hier in dem Bereich. Unser Marschziel, der Bereich Schellberg. Es regnet in Strömen. Alles ist nass. Seit 2 Tagen klebt die Kleidung förmlich am Körper. Die Männer schleichen sich durchs Gelände. Lautlos, fast unsichtbar und ohne Spuren zu hinterlassen. Versprengte in geheimer Mission. Immer bereit zur Abwehr, denn der vermeintliche Feind lauert immer irgendwo da draußen. Kamerad Tiller muss die Führung übernehmen. Er soll die Gruppe zurück zur Kaserne führen. Der Auftrag: Überleben und ankommen. Im Stress kann man allerdings schon mal die Orientierung verlieren. Dann gib mir ein eigenes Dammel. So, hier, Stück Holz. Eigener Standard jetzt wo? Ich drehe hier hoch. Drehen sind da rum. Ja, genau. Der weiße Pfeil zeigt nach Norden. Norden ist in der Karte oben. Zack, Karte ist eingenordet. Jetzt zeigen Sie mir einen eigenen Standard. Immer noch da. Korrekt. Wie soll ich denn hier runtergehen? Das wäre vielleicht kürzer. Das wäre nicht nur kürzer, sondern viel Kraft sparen. Sie marschieren nämlich Berghof, hier steil bergan. Ja, richtig. Um dann wieder abzumarschieren. Klar? Klar. Orientierung beginnt damit, den eigenen Standpunkt zu kennen. Im Wald wie im Leben. Das Verhaltensmuster, die Verhaltensweisen, das Annehmen und Umsetzen von Befehlen und Aufträgen ist einfach unter körperlicher Belastung ein ganz anderes als am sonnigen Kasernenhof. Und es fängt erst an, unangenehm zu werden. Um keine Spuren zu hinterlassen, müssen die Soldaten immer wieder durch das Wasser waten. Ja, nass und ein bisschen kalt und naja, mal schauen. Und dunkel. Die Männer versuchen es mit Galgenhumor. Aber die Kampfanzüge sind nass, das Gepäck ebenso und dadurch immer schwerer. Die Schuhe scheuern. Langsam wird der Marsch zur Qual und der Ausbildungstag ist noch lange nicht vorbei. Der Lehrgang schon gar nicht. Der eine oder andere fragt sich schon, wie lange er sich das noch antun will. Okay, Marsch, Marsch. Nach 3,5 Stunden ist das Ziel fast in Sicht. Doch dann hat Ausbilder Sachse, der eigentliche Feind, noch eine diabolische Idee. Achtung, Gruppe! Lassen Ihre Angst bei Sprengladung ausgefallen. Handeln Sie. Hier, Kameraden, hey! Kameraden, die Verwundeten runter von der Straße! Der Rest runter von der Straße, rein in den Wald! Rund um sich rum! Die Gruppe wird erneut angegriffen. Ein Kamerad wird nach dem Willen des Ausbilders dabei schwer am Bein verletzt. Die Phantomwunde schmerzt höllisch. Komm, komm,
komm, komm, los, hoch! Hoch, hoch! Los, pack mit an! Mello, dein Überwachungsbereich die Kreuzung. Hier, hör zu. Du, dein Überwachungsbereich diese Richtung. Mein Bein. Was ist mit deinem Bein? Du, komm her. Zwei Hölzer holen, damit wir den Verwundeten transportieren können. Verstanden? In Absprache mit dem Sicherer, der hier vorne an der Kreuzung ist. Okay? Okay. 2 Minuten, Gas. Lass die Rucksäcke hier, es dauert sonst zu lange. Die Verletzung wird notdürftig versorgt. Direkt am Anschlagsort können wir jetzt demnächst nicht bleiben. Wir müssen ja schnellstmöglich weg. Ja, richtig schön eng und richtig schön straff. Das ist scheiße, wenn er nachher durchhängt. Warte. Du? Jo. Du und du. Träger. Ja? Was? Du bist auch noch Träger. 1, 2, 3. Jetzt gehen wirklich langsam die Kräfte aus. Jeder der Träger muss zusätzlich rund 30 Kilo schultern. Der Verletzte schwebt in ständiger Gefahr, fallen gelassen zu werden. Oh, Junge, aua! Oh, aua! Hauptsache ziehen. Komm, weiter, Männer. Wir müssen beißen, wir müssen einfach. Manche stehen auf Schmerzen, habe ich gehört. Und wollen sich immer selber wieder beweisen. Jeden Tag aufs Neue. Und so einer bin ich wahrscheinlich. Ja, bei mir gibt es allgemein immer im Leben, ich suche mal immer was Neues. Ja, was ich Tag für Tag oder Jahr für Jahr erreichen will. Und dieses Jahr ist es das, der Lehrgang. Ja, ja. Ich übernehme kurz. Geh weg, ruh dich kurz aus. Ja, passt. Komm, beiß, Männer. Ja. Schön so stehen bleiben. Warte, warte. Wollt ihr hinten auch noch mal tauschen? Okay, weiter. Warte, 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 warte. Doch, tauschen. Das willst du nicht. Also, wir können hier nicht wieder anhalten und tauschen. Also, wir tauschen jetzt hinten noch einmal. Hört da vorne, zuhören. Ja? Wir tauschen jetzt hinten noch einmal. Los, hinten tauschen. Menge, pass mal auf. Warte. Nein. Ja, nimm. Übernimm. Nimm. Ja, komm, Beeilung, ran jetzt an die Karre. Boah. Gar nicht so einfach, Mensch. Lass den nicht fallen. Ja, ich bin kleiner, ich hab leider ein bisschen mehr Gewicht hier. Ich hab gesagt, hier ist Ruhe, hier diskutiert jetzt keiner. Los, nehmt die Karre auf und weiter marsch jetzt. Los. Los, Männer. Und jetzt machen wir Meter. Ich bin krank. Junge, pass auf. Nimm ihn ab. Ja. Sonst fällt das nicht. Mach doch mal Platz hier, du. Soll ich hier einen Platz machen? Komm hier weg. Schleppen bis zur Erschöpfung. Alle hier haben längst ihre Grenzen erreicht und sind zum Teil weit darüber hinaus. Jetzt heißt es nur noch durchkommen, Kameraden retten, in Sicherheit sein. Und dann haben die Ersten es geschafft. Nur für den Verletzten wird's noch mal gefährlich. Vorne halt! Und jetzt langsam und gleichmäßig die Frage. Warte. Ja, langsam, Männer. Hey! Ja, ist er unten. Ja. Die Balken, die Plan, die Zeltbahn wird alles mitgeführt. Rucksäcke wieder aufnehmen, dann direkt zum Parkplatz antreten. Ich muss so ein Ding. Hier einpacken. Für mich war es körperlich nicht so anstrengend, aber es war sehr schwer, die Jungs zu motivieren. Ja, dass sie die ganze Zeit dabei bleiben und motiviert hier noch mitmachen. Das war für mich persönlich das Schwerste. Und für die Jungs natürlich der körperliche Aspekt. Ne? So, los. Was folgt, stammt vermutlich aus dem Lehrbuch für Führungskräfte. Kapitel positive Motivation. Die Leistung, die ich am heutigen Tag von Ihnen gesehen habe, war absolut in Ordnung. Nach so einem Tag tut jedem harten Einzelkämpfer jede Streicheleinheit gut. Auch wenn sie nur vom seelenlosen Ausbilder kommt. Gruppenführer, gute Führerleistung. Der eine oder andere war mit Sicherheit hier auch schon leicht an der Grenze, aber dafür hat er in der nächsten Woche einen besseren Tag und unterstützt dann seine Kameraden. Gibt es Fragen von Ihnen zu den Bereichen Versteck und Durchschlagen? Keine? Dann Gruppenführer, Gruppe übernehmen, unterziehen, trockenlegen. Wir warten auf Alpha 2 und Alpha 3 und setzen dann den Marsch Richtung Lager Altenstadt fort.
Männer. Ihr hört, diese Richtung 20, unterziehen, trockenlegen, trinkt was, esst was, bereitet schon mal den Marsch ins Lager vor. Ja? War auch sehr zufrieden mit euch, sehr gut. Zack. Doch auf Zuckerbrot folgt Peitsche. Zwangsläufig. Weil die Leistung gestimmt hat, müssen die Männer nun im Laufschritt die letzten 3 Kilometer bis zur Kaserne zurücklegen. Bergauf, versteht sich. Im Laufschritt, Marsch, Marsch. Auflage, der Hörsaal läuft geschlossen. In 22 Minuten müssen sie die Strecke schaffen. Sonst müssen sie zurück an den Start. Der Oberleutnant muss führen und seine Antreiberqualitäten unter Beweis stellen. Vorne kürzer gibt's nicht, Oberleutnant. Es gibt hinten aufgehen. Es ist unangenehm, wenn der Schweinehund kommt und sagt, ich möchte nicht mehr. Aber es ist umso schöner oder davon kann man dann auch zehren, wenn die Woche vorbei ist, der Tag vorbei ist oder der entsprechende Ausbildungsinhalt vorbei ist und man weiß, jawohl, ich habe es geschafft. Ich bin wieder mal ein Stück weitergegangen und da muss man dann halt auch seine Kraft rausziehen. Ausgerechnet Oberleutnant Langfeld, der die Truppe anpeitschen sollte, gehen nach der halben Strecke die Kräfte aus. Führung ist offenbar nicht alleine eine Frage des militärischen Rangs. Hörsaaldienst führen! Wer nicht führt, wird geführt! Der Oberleutnant muss die Führung abgeben. Man muss einfach immer weitermachen. Ja? Es ist wie beim Leben, wenn man irgendwelche Rückschläge kassieren muss, bringt es ja auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern man muss immer weitermachen. Männer, da oben sind wir daheim. Und Gas, Männer, Hörsaaldienst, komm, auf geht's. Männer, alles oder nichts jetzt. Die haben ja keine Zeit zu marschieren. Sie haben den Auftrag und diesen führen die aus. Komme, was wolle. Abmarsch jetzt. Noch 10 Minuten. Einmal beißen noch, Männer, einmal den Berg anbeißen. Auf geht's. Noch 5 Minuten. Gas jetzt, komm, ran, ran, ran! Noch 3 Minuten. Mach Druck, Männer, auf geht's! Männer, wenn wir die Zeit nicht halten, marschieren wir zurück. Männer, jetzt zählt's eure Zeit! Sektor, das hält das! Gas jetzt! Auf geht's! Und reinbleiben, komm, auf geht's! Komm, Gas, Gas, Gas! Hier weiter, komm, Gas, Gas! Und auf wo? Die Ersten erreichen das Ziel. Männer, Auflage war es, 22 Minuten zu halten. Zeit auf meiner Uhr, 22:05. Warum? Hörsaaldienst. Warum? Sie hatten den Auftrag, den Hörsaal am Einmarsch zu führen. Von führen konnte da gar keine Rede sein. Es funktioniert aber nur, wenn jeder hier versteht, worum es geht. Es geht um den unabdingbaren Willen zur Auftragserfüllung. Sie kriegen den Auftrag und der wird ausgeführt. Egal wie. Sie müssen bereit sein, Entbehrungen zu ertragen. Hörsaaldienst übernehmen, rechts um, Abmarsch. Soll heißen, gehe zurück, auf los. Es geht zurück, meine Herren, auf geht's. Nach 17 Stunden Kampf-, Orientierungs- und Überlebenstraining, immer an der körperlichen Leistungsgrenze, soll noch einmal der gleiche Geländelauf folgen. Ein Horrorszenario. Wird das noch was heute? Ein bitterer Scherz. Nach 100 Metern macht der Ausbilder dem Schrecken ein Ende. Jetzt Spaß beiseite. Auflage war 22 Minuten vom Einmarsch Südrand Sachsenrieder Forst bis zum Kasernentor Altenstadt. Ihre Zeit 21:43. Keine Frage, super Leistung vom ganzen Hörsaal. Auftrag ausgeführt. Hörsaaldienst übernehmen übers Fußgängertor im Laufschritt Richtung 5. Inspektion. Abflug. 4 Wochen dauert die Ausbildung zum Einzelkämpfer.
Doch bereits nach dem dritten Tag ahnen die Männer, wer durch die Hölle will, muss verteufelt gut rennen können.